Das Wort Gülle kommt ursprünglich aus dem Niederdeutschen und bedeutet so viel wie Pfütze. Für die Pflanzen liefert der Hof eigene Wirtschaftsdünger, den für sie wichtigen Stickstoff und Nährstoffe. Das Problem bisher: durch das Lagern und Ausbringen entstehen hohe Stickstoffverluste. Wenn heute Stickstoff in die Luft geht, also in Form von Ammoniak, dann ist das ein schädliches Gas. Und alles, was schädlich ist in der Luft, kommt dem Klima nicht zugute, kommt dem Menschen nicht zugute, kommt uns nicht zugute und soll eigentlich dort gar nicht hin. Soll dort bleiben, wo wir es brauchen, nämlich in der Gülle für den Nährstoff für die Pflanzen im Boden. Deshalb hat Ulrich Kubinger mit seinem VTA-Team das Zusatzmittel Biodol entwickelt. Mischt man es im Lager dazu, gibt es weniger üble Gerüche, es wird flüssiger und der Düngerwert für die Pflanzen wird bis zu einem Drittel höher. Durch diese gebundene Gülle, was wir an Zusatz dazugeben, hat die Gülle einen, Stabilisator, der die Eindringung in den Boden zwar ermöglicht und auch die Pflanzenverfügbarkeit natürlich eine wesentlich höhere ist, aber es geht nicht mehr durch ins Grundwasser. Das bleibt an der oberen Schicht praktisch im Erdreich. Für die Landwirtschaft ist diese Innovation, die auf chemischen, physikalischen Prinzipien beruht, ein ganz großer Wurf, weil jeder Landwirt, jeder Bäuerin muss darauf schauen, dass jedes Kilogramm Stickstoff wirklich auch in den Boden kommt, damit die bodengebundene Landwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft in Österreich auch weiter funktionieren kann. Es bedeutet, dass es einen Mehrwert gibt für die Landwirtschaft und das ist entscheidend. Wir brauchen sozusagen Produkte, die für die Bäuerinnen und Bauern draußen leistbar sind, aber auch sozusagen einen Mehrwert bieten. Im Endeffekt, das Produkt kann man für jeden Betrieb auslegen, wie es halt passt, wie es halt auch haben will. Wir können es auf den Geruch machen. Das Biodol ist eins der wenigen Zusatzmittel, das auch für Biobetriebe zugelassen ist. Ein Mittel, das den natürlichen Dünger aufwertet und gleichzeitig die Umwelt schützt. Wir sollen doch unseren Planeten in einen zumindest nicht schlechteren Zustand unseren Kindern übergeben. Und ich bin dafür mit meinem Team, dass es vielleicht ein Stück besser wird. Und an dem arbeiten wir Tag für Tag. Denn am Standort in Rottenbach gibt es genau dafür ein eigenes Institut für Umwelt und Gesundheit. Und mit dieser Erfindung ist Gülle definitiv mehr als nur eine Pfütze.